Hallo, wir sind von Angekommen in Fürth. Wir hätten heute drei kleine Fragen für Sie. Und zwar, warum sind Sie heute hier? Ich wurde eingeladen. Um meine Moschee zu unterstützen. Miteinander austauschen. Wir möchten unser Team unterstützen und wir waren jetzt beim Essenstand und es wird ja hauptsächlich von TTIP organisiert und meine Freunde sind ja im Vorstand und ja, wir wollten alle wir sind alle zur Unterstützung da. Genau, ich stimme ihr zu. Genau so ist es. Ja, genau. Die zweite Frage ist, was ist für dich das Besondere am türkischen Kinderfest? Die Geschenke. Ja, dieses Fest wurde ja von Atatürk, also dieser Tag wurde von Atatürk festgestellt und auch so benannt. Und es ist quasi das Kinderfest und es ist auch ein Andenken an Atatürk und deswegen ist auch hauptsächlich an den Auftritten, es sind die Kinder mit dabei. Und zwar, es ist ja ein Kinderfest und gleichzeitig auch ein internationales Kinderfest. Und zwar das Schönste daran ist auch, dass hier bei uns in Franken, dass da mehrere Vereine das organisiert wird, mit mehreren türkischen Dachverbänden. Und das ist vielleicht im Moment sehr wichtig auch für uns. In letzter Zeit gab es sehr viele Spaltungen leider auch unter dem türkischen Bürger. Aber heute ist ja das Beweis, dass es doch keine Spaltung da ist, sondern mehrere Dachverbände heute zusammengekommen sind und diese Veranstaltung heute organisiert haben. Und es sind auch sehr viele Mitbürger heute dabei, auch deutsche Mitbürger und auch andere Nationalitäten unter uns. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich heute dabei sein durfte. Auf jeden Fall die Shows, was es hier alles gibt, das Essen sowieso. Und ja, also hier ist echt eine schöne Atmosphäre, mit jedem verstehst du dich gut, das ist alles super hier. Warum sind eurer Meinung nach solche Veranstaltungen wichtig? Ich denke, man sollte die Geschichte nicht vergessen und Atatürk ist ja auch in der türkischen Geschichte sehr groß und heilig eigentlich angesehen und man sollte das halt auch nicht vergessen und es ist ja auch ein wichtiger Tag, das ist genauso wie alle anderen Tage. Und es ist ja quasi ein Andenken an alle Kinder. Damit man die Türken nicht vergisst und ihre Feiertage. Solche Veranstaltungen bringen halt viele Menschen auch zusammen unter einem Dach. Da hat man einfach Möglichkeit, sich auch näher kennenzulernen. Da hat man natürlich auch Möglichkeit, zusammen auch unter sich einfach mal zu sein. Und das Schönste natürlich, was heute dran war, ihr habt ja gesehen, unser Polizeichef von Nürnberg war ja dabei und unser Bürgermeister aus Fürth war ja dabei. Also es ist wichtig auch, dass ein türkisches Fest, da es in Deutschland gefeiert wird, dass der interkulturelle, Kommunikation unter uns stattfinden wird und auch für die Kinder, sie lernen neue Freunde kennen und die Erwachsenen sehen eigentlich, wie wichtig Kinder für uns sind.